Hallo, liebe Pico-Freunde. Heute ist ein besonderer Tag. Heute Morgen durfte ich sogar als Interviewpartner bei dem Morgenmagazin beim Mitri Sirin auftreten. Und jetzt, heute Nachmittag, werden wir das Rollout oder den Rollout der Gartenbahn-Lok BR106 machen. Da würde ich Sie gerne mitnehmen, wenn Sie Lust haben. Dann gehen wir nachher mal zum Lokschuppen Sonneberg und schauen uns an, was da alles passiert. Dürfte sehr interessant werden. Bis gleich. Richtig viel los schon hier. Oh, eindrucksvoll. BR95 steht da. Und die 44er auch. Nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen, bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche dem Pico Gartenbahnmodell der BR106 ein erfolgreiches Leben, auf das es viele Freunde Freude bereitet und pfeife nun zum Rollout an. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wer nimmt mir jetzt das Modell ab? Die Füßung. Schauen wir mal, ob wir hier wieder runterkommen. Irgendwie. Ausgezeichnet. So, ja, das war's für den ersten Tag. So, jetzt wollen wir dann mal mit dem Sonderzug fahren. Und wie wir sehen, haben wir vorne zwei Loks hängen. Dann kommen die R-Wagen. Und jetzt werde ich mal zu unserem Pico-Wagen gehen. Also, unser Mitarbeiter für den G-Bereich, Herr Pöschel. Bitte? Und was für Wagen haben wir denn hier? Wir haben einen sogenannten Städteexpress. Das war ein der ICE des Ostens.
Das war ein Zug, der hat die Bezirkshauptstädte täglich mit Berlin verbunden. Frühs nach Berlin und abends wieder zurück. Also wurde dann umgangssprachlich auch gerne als Bonzen-Express bezeichnet, weil da die hohen Politfunktionäre wirklich über Berlin antreten mussten im Kader. Aha. Und wir haben hinten auch eine Lok hängen. Das ist jetzt unsere Ach, das ist die Fahrtrichtung. Genau, BA106, die wir gerade beim Rollout gesehen haben. Die ist jetzt die Zuglok bis Lauschau. Hinten hängt eine 211 und auch noch eine 346. Das sind dann die Zugloks ab Lauschau bis Ernsttal. Und ab Ernsttal ist dann wieder die 106 Zuglok. Okay, na, dann werden wir jetzt mal einsteigen. Genau. Okay. So, dann wollen wir mal jetzt einsteigen in den Sonderzug und schauen wir mal, wann es dann losgeht. Ich nehme an, es wird gleich losgehen. Ich habe mir mal zwischenzeitlich schon Wasser geholt, weil es doch relativ warm ist. Und dann werden wir jetzt auf Strecke gehen. Und tschüss. So, jetzt sind wir in Ernsttal am Rennsteig und haben hier jetzt die zweite Spitzkehre. Steige! Jetzt schon! So. Okay. So. Dürfen wir weiter? Super! Danke! Liebe Pico-Freunde, ich wollte Ihnen jetzt nochmal das Auslaufen des Zuges zeigen. Ich glaube, wir hatten eine tolle Fahrt. Das Wetter war super. Wir hatten gute Gespräche. Unseren Gästen hat es hervorragend gefallen. Und ich glaube, dass die BA106 im Gartenbahnformat ihren Weg gehen wird. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich darf Ihnen noch viel Freude mit Pico wünschen. Und dann tschüss.